Abgesehen von der Flüchtlingspolitik und dem offenen Brief von Andreas Bausewein, was sind eigentlich die wahren Probleme Erfurts? Die wahren Probleme in Erfurt? Hat Erfurt Probleme? Zu viele Menschen, eine zu volle Stadt an gewissen Tagen, gewisse Leute, die sich am Anger rumtreiben, die ein schlechtes Bild auf Erfurt werfen. Naja, ich finde echt keine Probleme in Erfurt und Erfurt ist schön und kleiner. Das ist, gefällt mir. Zu wenig Wohnungen am Bahnhof. Weil wir suchen gerade, eigentlich haben wir eine Wohnung in Erfurt gesucht am Bahnhof, damit wir hier leben können und nicht in Weimar, aber hier war nichts, deswegen ziehen wir jetzt nach Weimar. Kindergartenplätze gibt es ja gar nicht. Also ich bin selber Erzieherin, ich weiß es und ist selbst für mich schwierig. Allgemein in der ganzen Verwaltung, es wird sich um die falschen Sachen gekümmert. Also sowas wie Kindertagesstätten, die renoviert werden müssen, die gehen erstmal unter. Da sind eben, dass der Anger dreimal neu gemacht wird, alle paar Jahre wichtiger. Ne? Ich finde, ein ganz großes Problem sind die Kürzungen im kulturellen Bereich, gerade was das Amateurtheater Die Schotte betrifft. Wir hatten letztens den Christopher Street Day in Erfurt und der Landtag oder vielmehr der Parlamentspräsident hat verhindert, dass der Empfang dort stattfinden konnte. Und dass sowas noch passieren kann, dass man sagt, sowas gehört nicht in unsere Politik mit rein, ist schon erschreckend. Aber zum Glück konnte man dann in der Staatskanzlei noch empfangen werden. Die wahren Probleme in Erfurt sind ganz einfach, aber ich glaube, das betrifft nicht nur Erfurt, das betrifft die ganze Menschheit. Die Menschen sind einfach zu, ja, wie soll ich sagen, selbst so unzufrieden, dass, ja, ich meine, man braucht sich ja nur mal umzugucken. Die Leute haben nicht mal ein Lächeln auf dem Gesicht und das finde ich traurig eigentlich. Aber es ist halt so, weil im Großen und Ganzen spielt halt immer das Geld eine Rolle, ne? Ist halt so. Und das ist, glaube ich, das große Problem in Erfurt. In Erfurt gibt es, glaube ich, zu viele Menschen, die unzufrieden sind mit ihrem Job, weil sie A, zu wenig Geld haben, B, zu gestresst sind und C, viel zu wenig Freizeit haben, um das irgendwie, um sich irgendwie ein bisschen ansatzweise gut gehen zu lassen. Nur das Ding ist halt ganz einfach, man sollte das alles so betrachten, man lebt ja nicht, um zu arbeiten, sondern man arbeitet, um zu leben, ne? Und das ist das. Aber viele Leute steuern halt nur wie Marionetten durch die Weltgeschichte. Und das ist das Problem.